freue ich mich, dich jetzt mitzunehmen in die Meditation, in die Begegnung mit deinem persönlichen Einhorn. Du kannst dich hinlegen oder hinsetzen, ganz so, wie du möchtest. Und lasse dein Einhorn nachher aussehen, wie es aussehen möchte. Ganz gleich, welche Farbe es hat, ganz gleich vielleicht auch, welche Form oder welche Größe es hat. Sei da wirklich frei, sämtliche Formen und ja, Varianten entgegenzunehmen. Und atme jetzt in deinem Rhythmus. Du atmest aus und atmest ein. Und mit jedem Einatmen stellst du dir vor, dass über deinen Scheitelchakra aus dem Universum Gold in dich hineinfließt. Mit dem Einatemstrom nimmst du das Gold in dich auf. Es fließt über deinen Kopf, über deinen Scheitelchakra, fließt es in dich hinein. Und dieses Gold erfüllt mit jedem Einatmen deinen Körper. Es fließt in deine Hände und in deine Füße, durch deine Knie und deine Hüfte. Und jede Zelle deines Körpers labt sich an diesem Gold. Und mit jedem Ausatmen verlässt das Gold, was übrig ist, über deinen Herzchakra, deinen festen Körper und weitet sich mehr und mehr um dich herum aus. Und mit diesem Gold, was übrig ist, was deine Zellen übergelassen haben, entsteht eine goldene Kugel um dich herum. Und mit jedem Einatmen fließt dieses Gold in dich hinein. Jede Zelle deines Körpers wird mit dem Gold erfüllt. Und das Gold, was übrig ist, fließt über dein Herzchakra wieder hinaus und um dich herum entsteht eine goldene Kugel, eine stabile, funkelnde, glitzernde, goldene Kugel um dich herum entsteht und du genießt dieses Gefühl, von Gold erfüllt zu sein. Und du bist geschützt und gut aufgehoben. Und mit jedem Einatmen erlaubst du dir jetzt mit diesem Gold Leichtigkeit und Ruhe in dich aufzunehmen. Alle Außengeräusche nimmst du als dazugehörig und wichtig wahr. Und mit jedem Ausatmen erlaubst du dir, alle Sorgen und Bedenken loszulassen, frei zu lassen. Und deine Gedanken ziehen wie kleine weiße Wolken vorüber. Können auch dunklere Wolken sein, aber sie ziehen wie Wolken vorüber. Und wenn ein wichtiger Gedanke deine Aufmerksamkeit wünscht, dann verabredest du dich nach der Meditation mit ihm und schickst ihn weiter mit den anderen Wolken. Mit jedem Ausatmen gibt es für dich nichts mehr zu tun. Und mit jedem Einatmen nimmst du Leichtigkeit und Ruhe in dich auf. Deine Gedanken ziehen alle an dir vorbei und sie dürfen sein. Und du lässt sie ziehen. Du spürst, wie du nach und nach loslassen kannst. Du spürst, wie du nach und nach alles sein lassen kannst und für dich gibt es nichts mehr zu tun. Du nimmst deine Gefühle wahr, auch sie ziehen an dir vorbei. Alle Außengeräusche nimmst du als dazugehörig und richtig wahr. Jedes Geräusch vertieft deine Entspannung.
Und für dich gibt es nichts mehr zu tun. Vor deinem inneren Auge entsteht eine Treppe. Geh hinauf oder hinunter, wie es dich gerade fühlt. Wenn du möchtest, kannst du an der Treppe etwas ablegen, was dich beschwert. Es kann ein Paket oder ein Gepäckstück sein oder irgendetwas anderes, was dir hinderlich ist. Leg es ab, wenn du möchtest, und gehe die Treppe hinauf oder hinunter, wie es dich gerade fühlt. An der letzten Stufe deiner Treppe angekommen, erblickst du eine herrliche Landschaft. Eine wunderschöne Wiese nimmst du wahr. Die Sonne scheint und du spürst die Wärme und Helligkeit an diesem Ort. Dies ist deine Heilwiese. Du spürst das Gras unter deinen Füßen und nimmst die warme Luft um dich herum wahr. Es ist ein herrlicher Ort. Vielleicht nimmst du auch die Naturgeräusche wahr und siehst ein paar Tiere. Du schaust dich um und entdeckst ein wunderschönes Panorama. Genieße diesen Anblick. Genieße die Energie deiner Heilwiese. In deinem direkten Umfeld spürst du und nimmst die Energien von dem Einhorn Regan, Anastasia, Morten und Kaspar wahr. Sie alle sind an deiner Seite, um deine Kommunikation mit den Seelen, deine Telepathie zu verstärken. Lade sie ein, dich weiter zu begleiten und mit auf deine Wiese zu kommen. Du wirst spüren, wie sie sich um dich herum verteilen und mit dir deinen Weg gehen. Sie begleiten dich. Anastasia, die das 11. Symbol trägt und die bedingungslose Liebe auch tatsächlich ausstrahlt, diese Energie der bedingungslosen Liebe umschweift sie wie ein Parfüm. Anastasia begrüßt dich und freut sich sehr darüber, dass du deine Medialität und dein eigenes persönliches Einhorn kennenlernen möchtest oder ihm wieder begegnen möchtest. Anastasia freut sich, dass du dich den Einhörnern gegenüber öffnest. Und Anastasia bittet dich, ihnen zu folgen und lädt dich auf den Spaziergang ein. Anastasia spricht: Danke, dass du dein Herz für die geistigen Ebenen und Sphären der ursprünglichen Kommunikation und Telepathie öffnest. Es ist Zeit, dass du als Mensch auf dieser Erde wieder mehr deine Sinne benutzt. Euer Umgang miteinander hat dazu geführt, dass ihr eure Sinne und eure Gaben verkümmern lässt. Und deine Fähigkeiten und deine Gaben sind wie ein Muster, deine Fähigkeiten und Gaben sind wie ein Muskel, den du sehr lange nicht mehr benutzt hast. Oder der noch so ein bisschen Kraft braucht. Und es braucht den Sinn der Telepathie und der Medialität wieder mehr und mehr in deinem Feld. Und du brauchst Übung, bis alles wieder seine volle Kraft entfalten kann. Habe Geduld mit dir. Das Wichtigste hast du schon getan. Du hast dein Herz für die Einhörner und für die Wesen des Universums geöffnet und mehr braucht es erstmal nicht. Für den weiteren Weg
genügt es, alles andere alles andere begegnet dir ab jetzt von selbst. Hab keine Angst vor dem, was du leisten sollst oder was andere von dir erwarten, sondern erfreue dich darauf, was du schaffst mit jedem Schritt. Und erwarte auch selber nicht mehr, dass es so und so sein muss, sondern öffne dich der Magie dieser Kommunikation, öffne dich der Magie deiner Medialität und erfreue dich daran, was durch dein Herz schon alles fließt und was du schon geleistet hast. Nur das zählt. Die Einhörner dieses Universums und die Einhörner der Goldenen Horde warten alle darauf, dass du sie hörst, dass du deinen eigenen Geist benutzt. Und sie haben alle, inklusive deines eigenen Geistes, also inklusive dir, so viele Ideen, wie dein Leben leichter geht. Und du brauchst nichts anderes zu tun, als dich einzulassen. Lasse alles geschehen, was geschieht, ohne Pflicht, ohne Erwartungen, mit sehr viel Geduld, vor allem für dich selbst. Wir Einhörner wissen, was du kannst, und wir haben so lange gewartet, bis du begonnen hast, uns auf diese medialen Fähigkeiten, mit diesen Fähigkeiten zu entdecken. Da kommt es jetzt auf ein paar Monate überhaupt nicht mehr an. Wir Einhörner der Goldenen Horde sind für dich da, ohne etwas von dir zu erwarten. Das solltest du auch tun. Du und Anastasia gehen noch ein Stück weiter den Weg entlang und du siehst einen kleinen Bach. Schau dir den Bach genau an. Liegt dort etwas und blockiert das Wasser? Ist das Wasser trüb oder ist es vielleicht völlig ausgetrocknet? Beobachte nur, ohne einzugreifen. Schau dir alles nur genau an. Überquere den Bach und vielleicht entdeckst du eine Brücke oder du kannst einfach drüber steigen oder springen. Du findest den Weg und eine Möglichkeit. Schau dir den Bach genau an, ohne einzugreifen, und gehe deinen Weg weiter. Solltest du nicht weiterkommen, frag Anastasia oder eins von den anderen Einhörnern und bitte sie um Hilfe. Beobachte nur, ohne einzugreifen. Du gehst den Weg entlang und kommst an ein kleines Waldstück. In diesem Waldstück siehst du eine wunderschöne Lichtung. Die Sonne scheint genau in die Mitte. Wassertropfen reflektieren das Licht und etwas Nebel steigt noch aus dem Gras auf. Du spürst die Sonne und die Energie dieses Ortes und wenn du magst, kannst du dich setzen. Trotz Nebel hast du einen warmen, trockenen, weichen Platz. Mach es dir bequem und atme die Energie des Grünen des Waldes tief ein und lasse das Grün durch dein Herzchakra wieder heraus. Das Grün des Waldes erfüllt mit deinem Atem deinen gesamten Körper und lässt beim Ausatmen dein Herzchakra leuchten und strahlen. Atme tief ein und atme aus. Atme das Grün des Waldes tief ein und atme aus. Während du atmest, bemerkst du Anastasia direkt neben dir. Sie schaut dich an und spricht: Du wirst gleich dein persönliches Einhorn kennenlernen und ihm begegnen oder ein weiteres Treffen mit ihm haben. Jeder Mensch hat von Geburt an ein Einhorn an seine Seite und ganz nebenbei auch einen Drachen. Dein persönliches Einhorn ist wie du es kennst, wie es dir vielleicht bekannt ist,
wie ein Schutzengel an deiner Seite und bleibt vom Beginn deiner Zeit auf dieser Erde bis zum Ende. Wichtig ist, dass du alle Zeichen und Begebenheiten annimmst und dass du dich allem hingibst, was sich zeigt. Achte auf jede Kleinigkeit, auf jedes kleinste Zeichen und begegne deinem persönlichen Einhorn. Wenn dein persönliches Einhorn gleich erscheint, nehme jede Form, die sich zeigt, jede Farbe, die sich zeigt, jedes Wort, was zu dir fließt, jeder Ton oder jedes Symbol wahr und nehme es an. Nehme alles an, was sich zeigt. Schaue jetzt auf die Lichtung und bitte darum, dass dein persönliches Einhorn an deiner Seite sich zeigt und zu dir kommt. Begegne jetzt deinem persönlichen Einhorn. Wenn du möchtest, kannst du dein persönliches Einhorn fragen, was für dich als erstes, jetzt direkt als nächstes wichtig ist. Du kannst auch nach dem Namen fragen. Nehme jeden Namen, jedes Symbol, alles an, was sich dir zeigt. Du bekommst deine Antwort und deine Hinweise auf die Art, die du mit Sicherheit erkennst und deuten kannst. Bitte dein persönliches Einhorn, dich jetzt bewusst zu begleiten, dir zu helfen und dich bei allen medialen Fähigkeiten, bei allen medialen Gaben, bei allen medialen Begebenheiten zu unterstützen. Bitte dein persönliches Einhorn, jetzt mit zurück in deinen bewussten Raum zu kommen. Bitte dein persönliches Einhorn jetzt mit ins Hier und Jetzt zu kommen. Bitte es, dich zu begleiten.
Wenn es an der Zeit für dich ist, geh den Weg zurück zu deiner Treppe. Den Weg zu deiner Treppe findest du ganz leicht. Am Bach, schau dir genau an, ob sich was verändert hat. Sieht er anders aus? Hat sich die Umgebung geändert? Nehme alles wahr. Beobachte nur. Den Weg über den Bach findest du ganz leicht. Geh den Weg weiter, zurück zu deiner Treppe. Angekommen an deiner Treppe, führt sie nach oben oder nach unten, so wie es dir gerade richtig erscheint. Du beginnst die Stufen hinauf oder hinabzusteigen. Anastasia und die anderen Einhörner und vor allem dein persönliches Einhorn begleiten dich. Wachheit, Klarheit, Kommunikationsfähigkeit und Frische durchströmen dich. Du nimmst deine medialen Fähigkeiten mit in den Alltag der jetzigen Zeit. Du nimmst das Bewusstsein über deine Gaben und über deine Kraft und über deine Magie mit in den bewussten Raum, mit in deiner jetzigen Zeit. Die Erkenntnis, dass du ein großes, helles Licht bist und die Dunkelheit dir hilfreich ist, dieses Licht zu sehen, bleibt dir erhalten. Du fängst an, dich zu erinnern, wer du wirklich bist und was du wirklich kannst. Du weißt, dass du diese Aufgabe schaffst. Du weißt, dass es dich in deinem Wachstum voranbringt und du gehst freudig und voller Kraft und mit Leichtigkeit zurück in deinen Alltag. Wenn du auf dem Hinweg ein Gepäckstück oder ein Paket an der Treppe abgestellt hattest, kannst du dir nun aussuchen, ob du es wieder aufhebst oder liegen lässt. Solltest du es liegen lassen, sei dir gewiss, dass dein Schutzengel sich darum kümmert, dass alles gelöst wird. Die geistige Welt wird sich um den Inhalt kümmern. Du gehst gestärkt und freudig voran. Du weißt, dass du medial bist. Du weißt, dass es Zeit ist, deine Gaben zu benutzen und sie zu stärken und zu trainieren. Und dass du diesen Muskel nur bewegen musst, nach und nach, Stück für Stück. Und gehst jetzt freudig und leicht die Treppe zurück in deinen Alltag. Mit jedem Schritt mehr bekommst du Lust, dein Leben tatsächlich zu leben. Mit jedem Schritt mehr bekommst du Lust, deine Energie auf diese Erde zu bringen. Mit jedem Schritt mehr bekommst du Lust, der Schöpfer zu sein, der du wirklich bist. Mit Wachheit, Klarheit, Kommunikationsfähigkeit, Medialität und Frische gehst du zurück ins Hier und Jetzt. Du beginnst mit jedem Schritt mehr zu spüren, dass du ausatmest. Du spürst das Einatmen. Und mit jedem Schritt mehr spürst du deine Hände und deine Füße. Du spürst deine Ellenbogen und deine Knie. Mit jedem Schritt mehr spürst du deine Hüfte und deine Schultern. Du spürst deinen Kopf und deinen Bauch. Mit jedem Schritt mehr spürst du deine Präsenz, deine eigene Präsenz und deine Kraft. Und wenn es an der Zeit für dich ist, öffnest du deine Augen. Sei willkommen mit deinem klaren, hellen Licht auf dieser Erde. Sei willkommen mit deiner Inspiration, mit deinen Impulsen und mit deiner Sichtbarkeit. Amen. Genieß den Tag,
genieße es noch langsam zurückzukommen. Thank you.